Obwohl das hier wirklich danach aussieht, als wäre dahinter was zu erleben. Muss ich mich mal eben konzentrieren. Weiter. So, ist der Turm dann da? In der Richtung? Aha, ja, nee. Es muss hier oben sein. Es muss von hierher kommen. Aber hier ist ja nichts. Hier sind ja nur die Schlafgemäße von den anderen Peoples. Mist. Vielleicht sollte ich einen Marbot machen. Nee, nicht einen Marbot. Doch, den wecke ich mal. Hoffentlich fault er mich nicht an, was ich in seinem Zimmer tat. Oder tue. Verdammt! Oh! Ich habe meine Grundausbildung beendet, Kommandant. Sehr schön, Soldat. Burghauptmann Bruno hat mir dies bereits mitgeteilt. Du trägst jetzt den Rock der Waffenknechte. Halte ihn in Ehren. Kann ich jetzt auf der Albatros anheuern? Was, willst du immer noch Athanos verlassen? Jetzt, wo wir dich so gefördert haben? Ja, mein Entschluss steht fest. Ja, ja, so sieht es auf der Welt aus. Echte Dankbarkeit ist für viele ein Fremdwort geworden. Kann ich jetzt auf das Schiff? Wenn du unbedingt willst, werde ich dich auf die Liste der möglichen Kandidaten setzen. Aber erst wenn du dich bewährst, kann ich deinem Antrag zustimmen. Aha. Ich will mich bewähren. Ich will mich bewähren, Marbot, und jede Prüfung meistern, die er mir stellt. So, willst du das? Ich muss dir aber sagen, dass du einige Prüfungen erfüllen musst, bevor ich dich Lord Baldin empfehlen kann. Na gut, was soll ich tun? Nun, wie du weißt, haben wir ja ein großes Lurker-Problem auf Athanos und... Moment mal, heißt das etwa, dass ich jetzt alle Lurker hier auf unserer Insel töten soll? Du musst nicht gerade alle Lurker töten, aber zumindest so viel, dass sie keine große Gefahr mehr für uns darstellen. Na, von mir aus. Und an wie viel dachtet ihr, Kommandant? Also ich denke, 30 Stück sollten es schon sein. Bei Innos. So viel? Aber sonst hieß es doch immer, dass wir uns von den Lurkern fernhalten sollten. Natürlich. Warum sollte ich auch meine Männer gefährden? Aber wenn hier einer unbedingt weg will, dann kann er auch diesen gefährlichen Auftrag für uns übernehmen. So einfach ist das. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Einverstanden. Ich übernehme diesen Job. Sehr schön. Es genügt mir aber nicht, dass du die Lurker tötest. Als Beweis für deine Tat solltest du mir auch ihre Häute mitbringen. Aber ich bin doch kein Jäger. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Viechern die Haut nehmen soll. Oh. Jetzt stell dich nicht so an. Du weißt doch, dass unten im Dorf dieser Klaus, der Sohn des alten Schäfers, ein guter Jäger ist. Bei dem kannst du sicher lernen, wie man den Lurkern ihre Haut abzieht. Okay. Was für Prüfung habt ihr noch für mich, Kommandant? Das sollen mir die beiden Offiziere sagen. Geh also zu Oliver und Herbrand und lass dir von beiden eine Aufgabe geben. Aha. Jetzt wird's irgendwie flüssiger, liebe Leute. Jetzt wird es flüssiger und ich bin richtig gut drauf. Ich glaube, ich lege mich auch mal schlafen und mache das mit dem komischen Licht mal andermal. Verdammt, was? Ja. Da ist es. Ich habe Marbot den Befehl übergeben. Er ist nun bereit, euch einen seiner Männer mitzugeben. Sehr gut. Und wer soll es sein? Vielleicht du? Marbot will euch denjenigen mitgeben, der sich am meisten auf Athanos bewährt. Ich muss sagen, dass ich Marbots Meinung teile. Nur ein guter Mann sollte uns auf unserer schweren Mission begleiten. Aus diesem Grund habe ich Marbot gebeten, mir einige Prüfungen zu geben, damit ich mich bewähren kann. Ausgezeichnet. Bewähre dich. Es würde mich freuen, wenn du uns begleiten könntest. Na siehst du, Erik ist auch für mich, das finde ich klasse. So, kann ich irgendwie mal ins Bettchen gehen, danke. Und bis zum nächsten Morgen schlafen. Ursprünglich wollte ich ja Beile kaufen.
Beile kaufen. Bei wem denn jetzt? Ach, gehen wir mal zum Schmied. Für Innos. Das ist ja lustig. Jetzt grüßen die mich alle. So, was muss ich als erstes machen? Womit denn? Genau, richtig. Hab ich nicht. Beile kann ich also nicht herstellen. Das heißt, der Schmied ist natürlich erstmal so um Mittag, glaube ich, da. Oder 10. Ach, ich soll mal nach einer Karte gucken. Ja, die kenne ich, die Karte. Steht nicht auf der Karte. So. Ich hoffe, du hast eine neue Lieferung Pfeile gekriegt. Bin ich im A. Zeig mir deine Ware. Nee. Ja. 50 Pfeilinger. Was sind das? Feuerbolzen? Bolzen. Kurzbogen. Sie könnte auch einen besseren Bogen haben. Yachtbogen. Was habe ich denn da drüben für einen Bogen? Einen. Oh. Jedenfalls einen schlechteren. Weidenbogen. Geschicklichkeit 20. Jagdbogen, Geschicklichkeit 30. Kostet 400. Jolz. Ja gut, dann kaufen wir den einfach mal. Habe ich bessere Chancen. So, dann kriegt er auch mal hier. Ich hätte das nicht gedacht. Rostiges Zeug. Jetzt hacke meine brauche Meinung ich noch. Kennst du ja schon. Nagelklüppel. Meine Meinung kennst du ja schon. Beil bräuchte ich vielleicht. Schwerer Ast. Noch irgendwelchen Müll, den wir nicht brauchen. An Waffen. Genau das habe ich auch gesagt. Ach nö. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Soll jetzt gut sein? Dann gucken wir mal, ob uns der Bogen passt. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Jo, passt gut. Man erzählt sich sehr gut. Einiges. Daran wird sich nie etwas ändern. Der passt sehr gut, der Pfeil. Das hätte er besser wissen müssen. Der Bogen, der steht mir richtig gut. Man erzählt, so, das ist dann wollen wir nochmal in Kuno mal meine alten Bögen das hätte er doch wieder besser. Zeig mir deine Ware. Svarico. Der arme Kerl kann einem leid tun. Kurzbogen. Das liegt doch auf der Hand. Da habe ich denn jetzt zwei von den... Als wenn ich nicht schon genug Probleme hätte. Verstehe ich nicht. Ich habe nur einen Bogen von ihm gekauft. Jetzt habe ich plötzlich zwei angelegt. Daran Nein. wird sich nie etwas ändern. Nicht die Anzahl, das ist die Nummer, an der ich die Waffe ziehen kann. Leute, oh mein Schädel. Das ist doch nichts Neues. Ja, ich mache das nämlich anders jetzt. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt haben werdet, das ist das allererste Mal, dass ich jetzt meine Let's Plays länger durchspiele und einen Schnitt mache. Also nicht mehr anfangs sage, hallo, herzlich willkommen und grüß Gott. Und zum Schluss sage so, das war der Schluss von dem und dem Teil, sondern ich mache es anders. Oder ich hab's anders gemacht. Und ja, runter ins Dorf. Killinger machen. Killinger. Ja, ich will die zwei haben. Wieso machst du immer... Ja, jetzt hat er's. Ich hätte das anders gemacht. Fällt mir gerade ein. Ich gehe mal eine Runde beten. Erstmal unkonventionell zum Schrein gehen. Kurze Quizfrage. Mähen Äbte Heu? Mähen Äbte Heu? Nee. Äbte mähen nie Heu, Äbte beten. So, und das lassen wir uns richtig was kosten. Und zwar 100 Goldstücke. Innos schenkt dir Geschicklichkeit plus 1. Danke dir, Innöschen. Mit dieser Motivation können wir herrlichst Wölfe jagen. Und ja, du sollst auch, hat er gemacht. Die Überschlagsrolle über den Zaun. So, wir wissen ganz genau, hier ist schon mal ein Wolfshöhlchen.
So, da werden wir ja mal ganz schnell mal. Ich glaube, das geht fix. Denke ich mal. Da ist er schon. Ein gieriger Wolf. Ja, der erste Fall daneben gegangen. Hallo? Wow. Leute, das ist... Das motiviert jetzt wieder. Das motiviert. Da ist ja noch einer. Hallo, Wolf. Okay, lassen wir erstmal kommen. Und Schuss. Ein Schuss. Sofort. Totinger. Oh, stopp, da war noch einer. Stopp. Die kratzen mich ja gar nicht. Nicht zu holen. Kratzen mich gar nicht, die Wölfe. Jedenfalls die gierigen Wölfe. So, hier gibt's Dunkelfleisch und Butlerpilz. Endlich mal. Endlich mal thematisch richtig gesetzt. So. Noch einer Versteckedeit? Nein. Ja, außer ein paar Pilzen. So, jetzt geht's erstmal ab. Goblinbären, Hallöchen. Das gibt dann wieder Geschicklichkeitsboni. Bonusse. Bonusse. Hm. Nee. Goblinbären werde ich keine mampfen, weil ich in der Hoffnung bin, ein Getränk daraus zu brauen. Das macht die Sache nämlich, verdreifacht nämlich die Wirkung später bei einem Permanenttrank. So, gucken. Noch ein gieriger Wolf. Noch ein gierigen Wolf. Rolf. So. Oh, na Gott. So. Fertig. So soll das sein. Also die Investition hat sich gelohnt mit dem neuen Bogen. Und, na. Ja, sehr schön. Jetzt wird erstmal aufgeräumt. Aufgeräumt mit allen Vorurteilen, unter denen wir Atasionier. Jetzt krieg's wieder nicht hin. Atanosianer so zu leiden haben. Schluss mit allen gierigen Wölfen. Und blöden Gobbos und so. Oh, mal hat er ja noch was zu finden. Ach, hier geht's einen Weg hoch, ne? Ach, da haben wir noch einen. Aber das ist doch ein Questwolf, oder nicht? Lurker-Problem. Da hinten sind Gobbos plötzlich. Das ist ja nicht die Stelle, wo es zu den Lurkern ging. So war das. Ah, gehen wir erstmal. Nein. So, hier sind noch mehr gierige Wölfe. Mal warten, bis sie kommen. Ich finde, man sollte keine Wölfe töten. Nicht zu holen. Nicht zu holen. Waren Dreie. Wo ist der Dritte? Oh Mann. Da ist nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Nicht zu holen. Exakt über dem anderen? Nee. Ach, da hinten ist der Dritte. Heute, Leute. Ist da die Gruft da hinten wieder? Oder was? Oder was? Oder wieder was? Oh, den hat schon erwischt. Na, komm doch her. Wunderbar. Aber da bewegte sich noch was um den Eck. Ja, das sind ja die Blutfliegen und die Gobo. Spannend hier also, muss schon sagen. Also das ist spannend. Das sind Blutfliegen, die brauche ich nicht mit. Hier, das ist doch die Gruft, in der wir eben waren, ne? Ja. Ja, die Gruft, die Gruft. Oder besser gesagt, Krypta. Krypta? Was ist da?
Gut, okay. Schwierige Wölfe haben wir jetzt genatzt. Da hinten haben wir lecker Blutfliege. Vielleicht holen wir die mal irgendwie mal raus. Da hinten ist noch was. Sind das auch Wölfe oder was? Irgendwie da hinten rechts. Ja, ich mache mir erstmal die Blutfliegen. So. Ach, schön. So. Komm mal her, du lustig Blutfliege. Wieder fix. Nicht zu plündern. Ich hab nur einen Wolfszahn. Ich dachte irgendwie, ich könnte irgendwo noch von jemandem irgendeine lustige Waffe abkriegen. Sorry, eine lustige Waffe. Ja, das ist okay. Das ist ein Wölfchen. Und zwar ein gieriger Wolf, wie immer. Oh, er macht auch den Wolf Moonwalk. Okay, komm. Wenn du da hängen bleibst. Gut, okay. Ja. Schuppidupidu. Okay. Hallo. Los, ihr Sumsen. Fliegen. Oh, gleich zwei. Das könnte man schaffen, glaube ich, ne? Zum, zum, zum. Oh, da fällt mir gerade ein, dass ich doch noch irgendwelche Ringe oder Amulette anzulegen hätte. Das reimt sich. Das reimt sich. Meine Dings ist jetzt gerade, sehe gerade da oben hier, das ist mir wieder nicht perfekt. Eigentlich bin ich ein bisschen perfekter, aber ich hoffe, ihr verzeiht das, beziehungsweise ihr seht mir nach. Ich kann da auch ein bisschen speichern. So, wie ich schon eben erwähnt habe, sollte ich doch mal nachgucken, ob ich nicht irgendwelche lustigen Schutzvorkehrungen habe, wie zum Beispiel Ring der Lebenskraft. Und hier haben Ring der Gewandtheit, Geschicklichkeitsbonus, ne? Wenn ich den abnehme, dann habe ich den Auftrag nicht mehr. Ja, 20 Lebensenergie, auch schön. Was haben wir hier? Das ist der Schäferhut, der nicht zu sehen ist. Ja, ansonsten... Nee, ansonsten ist nichts. Ist nichts. So. An der Stelle sei auch nochmal ein ganz lieben Gruß und einen herzlichen Dank an meine Abonnenten auf YouTube gesagt, die mir Tipps geben und die mir Kommentare schreiben und die mir auch gesagt haben, Mensch, guck doch noch mal zur Krypta, da könnte irgendwie was sein. Ja, oh, Waldbeere. Danke, Waldbeere. Ja. Ich glaube, jetzt ist es hier in der Nähe ein bisschen ruhiger. Ja, schön, 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 ruhig, ruhig. So. So, und jetzt soll hier ein Geheimnis sein. Ja, Kryptas oder Krypten, Krypten, Kryptas, was der Plural von Krypta, weiß ich nicht. Soll geheimnisvoll sein. Ihr altes Grab zum Beispiel. Ah, ha, jetzt wird exhuminiert. Leichenfledderei. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Und was hast du gefunden? Was? Guck, guck. Eine Amphore. Mhm, das ist auch gut. Dann nehmen wir mal die Amphore zu uns. Und dann schauen wir mal gleich, ob diese Amphore... Moment mal, was ist denn Amphore? Amphorica. Ja, ein bisschen Amphore, Amphore, Amphore. Wo könnte die denn... Hier, da sind Tränke und sowas. Ich, da sehe man es Grog. Wofür? Oder nachher unten? Aha, hier da unten. Da ist die Amphore. Wert 15. Aber Moment mal, da liegt noch eine Essenz der Heilung. Und eine Mana-Essenz. Und noch was. Eine alte Münze. Noch eine alte Münze. Aber das ist ja richtiges, ergiebiges Grab. Ja, okay, haben wir ja schon gehabt. Wer wagt des Ritters Mann oder knapp zu steigen in das kühle Grab? Ach nee, so geht das ja nicht. Und nochmal Hacke Peter. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, Jolt. Und ein goldener Ring. Noch mehr Jolt und noch mehr Jolt. Und noch mehr Gold und Gold und Gold. Ja, okay. So, das finde ich auch gut, dass, wenn man das einmal geplündert hat, das Grab, dass es wieder
Also dass nicht wieder diese Sequenz kommt mit Hacken und dann heißt es, jetzt ist da nichts mehr, sondern dass es gleich unterbunden wird. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, was hast du denn gefunden? Wieder Gold. Gold. Knochen. Knochen. Schädel. Noch was? Noch irgendwas Lustiges? Nein, dann machen wir das ganz systematisch. Dann gehen wir auch zu diesem Grab. Dann graben wir mal im Grab nach Ausgrabungen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Knochen. Schädel. Knochen. Naja. Das war halt nicht. Ja. Okay, dann nehmen wir das hier. Steht sogar was drauf. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, ich habe noch so viele Lederbeutel, die sollte ich auch mal ausleeren. Noch was? Noch was? Nein. Altes Grab. Na, ob das was bringt. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. So, wieder ein Schädel und ein Knochen. Okay. Geht ich hatten so. Hier wird noch irgendwelche Gräber. Boah, wie das brummelt im Hintergrund. Brummel, brummel. Noch ein altes Grab. Wer wagt es, habe ich schon erzählt. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja. Habe, glaube ich, auch was gefunden. Und was haben wir denn heute gefunden? Goldener Ring. Gold. Gold. Oh. Ach, jetzt steht sogar was da. Moment. Altes Grab. Wilfried Ukara. Was stand bei den alten Gräbern? Wenn man nach oben guckt, also hier stand nichts hier. Hier steht Grab. Hm. Hier steht nix. Dann steht hier auch nix. Okay. Dann steht wahrscheinlich... Mal gucken, es kommen dann glaube ich noch ein paar Gräberchen. Zum Beispiel hier Wilfried Ukara. So, und das ist Victomo Sorn. Erst der Phönix stoppte ihn. Hm. Mal gucken. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, ein bisschen Juwelen, ein bisschen Gold. Und dann ein bisschen Calcium in Form von menschlichen Gebein. Unbekannter Soldat. Unbekannt. Auch unbekannt, was da jetzt drin ist. Das ist die große Frage. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Weidenbogen. Heilpaket mit 10 Pfeilen. Okay. Das entspricht einem alten, unbekannten Soldat ja wohl. So, aber ich habe natürlich bei Kuno einen besseren Bogen gekauft. So, aber trotzdem... So, da haben wir zum Beispiel den Weidenbogen. Der hätte jetzt nämlich nur 25 Schaden gemacht. Hehehe, meiner ist besser. Bäh. Molerat. Molerat, Molerat, wo bist du? Hör dich doch. Die noch nicht? Da ist nicht zu holen. Waldbärchen. Speichern hier. Oh Mann. Okay, das sind ganz normale Wölfe. Das Lustige ist, die haben mir nichts getan, noch nicht so viel getan. Stopp mal, ich hol Morads.
Ich höre Mole Rats. Sind wahrscheinlich da hinten. So, ein lecker Dunkelpilz. Ich glaube, ich werde mal ein paar Pilze essen. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, auch mal so im Original. War das jetzt Dunkelpilze oder waren das Höllepilze? Gut, also. Was wollte ich sagen? Ob wir eventuell von den Dunkelpilzen auch Mana bekommen. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. So, die kann man ja. Moment mal hier. 17 Dunkelpilze. Lecker Dunkelpilz. Das kann aber auch questmäßig was sein für irgendeinen Heinz da. Mann. So, was haben wir denn noch an Pfeilen? 28, also. Versuche ich mal die Mole Rats mit den Pfeilen zu verfeilen. Hallo? Wie er das macht, wie ein Zeitloop. Auch da ist ja noch einer. Hallo? Nicht zu holen. Wie die da alle ankommen. Anhoppeln. Die hoppeln ja so lustig rum. Nicht zu plündern. Da ist nicht zu holen. Nicht zu holen. War da nicht noch einer? Da ist nicht zu ja, holen. Ja, ist gut. Okay, nicht zu holen, nicht zu holen. So, was ist der Preis? Butlerfleisch und Dunkelpilze. Die sieht man aber schlecht hier in diesem... Gut. In diesem Untergrund sieht man die ziemlich schlecht, die Dunkelpilze. Die sollten an die Tarnpilze genannt werden. Ja, Höllepilze gibt es ja nicht mehr. Oder Höllenpilz. Hat sich ja so ein Streit entfacht im Forum, so von wegen hier Höllepilze. So. Schauen wir mal, ob wir 50 Fleischstücke haben. 48, Jemine. Goblinbeeren. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, über 4. Guck dir das an. Sind da alle da hinten an dem Grab rumstromern? Vielleicht habe ich ja irgendwie einen Lustigspruch. Vielleicht soll ich mal einen Lustigspruch kreieren oder als erstes mal eine Feuernessel mampfen. Gucken. Mal gucken, ob wir irgendwie so einen Globalspruch haben. Vergessen, das bringt ja nichts. Angst. Ja, dann laufen sie mir weg. Das ist Quatsch. Feuerpfeil, Licht. Toll. Heilgerpfeil. Windhose. Unwetter. Mhm. Kugelblitz. Mhm. Schlafen, nee. Böses vertreiben, naja, das ist Quatsch. Ich mach mal die Windhose. Mal gucken, ob die Windhose was bringt. Ist das ja so ein Fernspruch oder müssen die jetzt alle mal bei mir sein? Mal gucken. Windhose! Oh, wenn ich getose, jetzt gibt's gleich eine Windhose. Hoffe ich doch.